Jo Freunde, hier fliegt Motorsport-Unterhaltung, seid gegrüßt heute hier zu einer gediegenen Runde auf dem Red Bull Ring, Daily Race Bier. Unterwegs sind die Gruppe 4 Kisten, wir fahren hier bei dem Veyron Bugatti, mal schauen, ob das hier was wird mit der Kiste, let's go. Hoffen natürlich, dass wir alle fair fahren. Das ist das Wichtigste. Gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Leute, die nur abfacken. So. Das ist hier Concentration. Das ist ein Bremspunkt. Oh, der hat den Z, aber der Ihre sehr optimistisch gebremst. Können wir uns hier gleich mal holen. Macht sehr freiwillig Platz auf Ehrenbasis. Sehr vernünftig. Ja, im Bugatti auf der Geraden machst du nichts. Hat er sogar schon seine Strafe abgeholt. Der Exit hier schön den Allrad wirken lassen aus der Ecke. Und vor uns der Kollege auch mit der Monsterlackierung. Oh, das war echt verbremst. Aber hat nicht so viel Zeit gekostet. Ja, wird schon ein bisschen zäh hier mit dem Bugatti. Man auch fahren können. Aber der die ihre Scheiße komplett ab, so wie es ausschaut, und der hat seine Strafe noch absetzen müssen. Aber vorne schon mal leichte Tumulte. Ich glaube, die Bugatti kann man ruhig ein bisschen aggressiver fahren, damit die Karre ums Eck geht. Ziemlich beheblich, der Karren. Beheblich, das ist behäbig. Mein Deutsch halt auch wieder on point. Ich hoffe, es gibt keine Strafe. Haben auch alle keine Strafe bekommen. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist natürlich jetzt belastend. Wir haben ein paar Strafe bekommen. Da lässt sich das noch verkraften. Mit deiner Nutella Werbung hier. Ja, ehrenwert. Gibt uns hinten noch einen mit. Aber das war dieses positive Mitgeben. Am Kurvenexit, wenn du da einen hinten mitbekommst, ist natürlich eigentlich ganz gut. Schnell rausbeschleunigen. Oh, der Defensor hat hier seine Problemchen. Gehen wir direkt vorbei. Auf entspannte Basis. Dann vor uns hier Brian Jackson. Das ist halt die Frage. Noch ein altes Familienmitglied von Michael Jackson, oder ist der Bojan gerne abends Jackson, sich ein Jackson? Macht hier direkt den verteidigenden Boss. Ja, von hinten erstmal keine Gefahr. Wendigo. Na, da war ich schon. So, vorne. Oh, der arme Pepe muss jetzt anderthalb Sekunden absetzen. Boah. Knappe Sache. Ja, seit wann geht der Megan so gut? Der geht auf der Geraden genauso gut wie der Bugatti, das ist ja frech. Ja, er ist aber auch gut am Verteidigen. Ja. Haben wir uns geschnappt.
Untersteuern, untersteuern, untersteuern. Karre ist so behäbig. Das gibt's doch nicht, ey. Na, da kommen wir, Michael Jackson. Strafe absitzen muss. Hey. Bleiben wir schön auf P8. Alter, was soll das denn, Junge? Hey. Bastard. Jetzt auch als Bremsklotz eigentlich nehmen, aber die Gefahr, dass ich mich jetzt hier vertue, ist zu groß. Ja. Aber sich selbst zuzuschreiben. Gibt es direkt Besuch von hinten? Fette jetzt zurückgezogen. Ja, Whisky, das hat ganz gut gepasst. Junge, ja, der Bugatti ist wirklich so ein Schiff. Den vernünftig ums Eck zu kommen, ist. Muss man erstmal raus haben. Eine spezielle Linie fahren. Geht's eigentlich, aber. Aber Freunde, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, macht's gut, haut rein, ciao.